Grüß euch, meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem YouTube-Kanal von euromil.com. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute gebackene Leberkäse-Röllchen machen. Ich mag nämlich Leberkäse nicht so besonders, aber mit einer Füllung, wenn er ein bisschen saftiger ist, da liebe ich ihn sehr. Und wir brauchen dafür dünn geschnittenen Leberkäse, Frischkäse, Knoblauch, gehackten Zwiebel, Kräuter, ich habe hier Petersilie, Senf, Radieschenblätter, Zitronenmelisse und dann habe ich noch Jungzwiebel, aber das könnt ihr gestalten, wie ihr das möchtet. Zum Panieren brauchen wir Ei, Brösel und Mehl und etwas Öl zum Braten braucht man dann auch noch. Und im ersten Schritt, ich habe schon das Öl erhitzt, werde ich jetzt einmal meine Zwiebel anschwitzen und den Knoblauch, weil das ist dann gleich besser verträglich. Ich bereite mir jetzt meine Frischkäsefüllung vor und da gebe ich die angeschwitzte Zwiebel einmal dazu. Dann schneide ich mir Kräuter und Frühlingszwiebel. Wenn du möchtest, kannst du das noch mit Salz und Pfeffer würzen. Aber ich denke mir, das Fleisch ist für meinen Geschmack sowieso salzig genug. Kräuter geben viel Geschmack. Also werde ich es Natur lassen. Dann werden wir alles gut durchmischen. Jetzt nehme ich Leberkäse, gebe etwas von meiner Füllung drauf, rolle ihn ein und so kann ich ihn dann ganz wunderbar panieren. Ich schlage jetzt mein Ei auf. Das recht gut. In der Zwischenzeit habe ich mir in der Pfanne bodenbedeckt Öl noch erhitzt und jetzt werden wir die Leberkäseröllchen, übrigens mein Leberkäse ist dein Fleischkäse, schön panieren. Also erst in Mehl wenden, dann ziehe es schön durch das Ei und zuletzt kommt es dann in die Brösel hinein. Und wenn das Fett heiß genug ist, werde ich es jetzt dann da drinnen schön langsam rundum frittieren. Ich wende meine Röllchen, dass sie schön von allen Seiten knusprig werden. Aber schaut es dort, dass ihr die Temperatur nicht zu heiß wählt, damit sie euch nicht verbrennen. Die sollen knusprig sein, aber eben nicht verbrannt. Unsere Leberkäseröllchen habe ich jetzt aus dem Fett genommen, habe sie gut abtropfen lassen und jetzt werden wir sie servieren, meine Lieben. Meine gefüllten Leberkäseröllchen serviere ich hier auf Gemüse, es passen Erdäpfel dazu, was immer euch gefällt und schmeckt. Sie sind auch ein ganz, ganz wunderbares Fingerfood bei der Party, weil sie lassen sich auch recht, recht gut warm halten. Ihr wisst ja, genaues Rezept mit einer Step-by-Step-Bildanleitung, Nährwerttabelle und Einkaufsliste gibt's für euch wie immer unter www.euromil.com
Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal bei Gabis Kochbuch.